Das Filmfest St. Anton feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Gegründet wurde dieses einst von Heinrich Wagner. Es hat eigentlich begonnen in einem lockeren Gespräch mit Stefan König, der ihm erzählt hat von einem Filmfest. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo. Und auch über die Filme und über Bergsteiger, die er persönlich kannte. Und ich habe mir gedacht, eigentlich Bergfilm wäre etwas, wo man St. Anton am Adelberg gut hinüberbringen könnte. Das wäre doch was für uns. Ja, wenn man 25 Jahre lang aktiv ist, dann hat man sich irgendwo etabliert. Es ist natürlich immer der Kunde, der entscheidet, ob das Angebot auch seinen Wünschen entspricht. Aber wenn ich sehe heute, haben wir das Gefühl, die WM-Halle wird uns ein bisschen zu klein. Und das ist ein Luxusproblem. Heißt aber, dass die Zuschauer diskutieren, was da gemacht wird. Vor allem, weil ganz großartiges Programm gezeigt wird. Und über die Grenzen hinaus haben wir uns durchaus schon einen Namen gemacht, weil wir für manche kleinere Filmfestivals durchaus als Beispiel gelten können. Damals ahnte noch niemand, wie sehr sich das Filmfest im Verlauf der digitalen Revolution verändern und vor allem etablieren wird. Wir haben damals angefangen, im ganz kleinen Kreis, möchte ich sagen, im Walugasaal. Und in den ersten Jahren kamen so 20, 30 Besucher. Und ich muss da sagen, vielen Dank dem Vorstand und Aufsichtsrat des Tourismusverbandes damals, dass sie uns die Chance gegeben haben, da die ersten Jahre zu überbrücken. Und der große Schritt nach vorne kam dann mit der Eröffnung der WM-Halle, wo wir auch wieder gedacht haben, ja, wird das mit 20, 30 Zuschauern nicht ein bisschen komisch ausschauen. Aber in dem Moment, wo wir die große Leinwand hatten und die Möglichkeit der Technik, sind auch viele Zuschauer gekommen. War genau vor 20 Jahren hat es erst begonnen mit der digitalen Revolution. Aus Kamera- oder Filmemacher-Sicht hat es geheißen. Plötzlich ist es möglich, mit wenig Budget, mit kleinen Kameras auch Filme und Aufnahmen zu produzieren. Davor war alles entweder Echtfilm oder große Digi-Betacam, dass es eine vernünftige Qualität gehabt hat. Aber dann ist es digital, zuerst ein Chip und dann drei Chip, wie das so geheißen hat, diese Handkameras. Die sind in den frühen 2000ern rausgekommen und da bin ich eingestiegen eigentlich und bin dann so zum Filmemacher geworden, weil ich sehr gerne am Berg bin. Und da braucht es kleines, leichtes Equipment, um wirklich was Vernünftiges drehen zu können. Wir haben einen Skifilm gemacht, im Dunkeln, ohne künstlichem Licht. Unsere einzige Lichtquelle war der Vollmond. Es war nicht nur für uns zwei ein Experiment, sondern auch für das Kamerateam. Die haben sogar durch die Kameras teilweise mehr gesehen wie wir und wollten so ein bisschen die Stimmung nachts einfangen und ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Auch im Jubiläumsjahr erwarteten die Besucher einige Highlights und viele Premieren. Die Highlights in diesem Jahr sind etliche. Also wir haben 12 Premieren von 20 Filmen, einen Premierenanteil von mehr als 50%. Das ist eigentlich sensationell. Wir haben Freeride-Filme, die als Kunstfilme inszeniert sind. Das ist eine ganz neue Tendenz und es ist Ausdruck davon, dass da in der Region, wo wir sein, einfach eine Dichte an Filmemachern und Akteuren ist, wie man sie kaum irgendwo anders findet. Myself is just snowboarding all the time and having a great time. Der erste Teil des Donnerstagabends stand im Zeichen des Gedenkens an die beiden verunglückten Kletterer David Lama und Hans-Jörg Auer. Der David Lama ist zweimal hier gewesen, der Hans-Jörg Auer noch öfter. Der Hans-Jörg Auer hat so seine Premieren hier gezeigt. Er war ein wesentlicher Motor unseres Filmfests und er war uns sehr verbunden. Wir sind traurig, dass sie nicht mehr unter uns sind und hoffen, dass wir sozusagen gemeinsam das besser aushalten. Das war schon ein sehr guter Kollege von mir und das ist sehr schwierig gewesen am Anfang. Und jetzt merke ich langsam, dass die guten Erinnerungen, dass eigentlich fast gleich gute Erinnerungen übrig bleiben. Und wenn ich an so einem Film sehe, dann muss ich eigentlich ehrlich sagen, da muss ich eher lachen, wie dass ich traurig bin. Und ich glaube, das ist vielleicht der Moment, ja, wo man dann wirklich weitermachen kann. Und er hat das selber auch nicht gewollt, dass man um ihn trauert. Also ich glaube, man kann beruhigt sagen, er ist damit einverstanden gewesen, was passiert ist. Er ist immer schon einverstanden damit gewesen, dass es möglich ist, dass man stirbt beim Sport. So war es einfach für ihn.
2014, wo wir mit ihm da auf der Bühne, da haben wir einen Film präsentiert über eine Erstbesteigung von 7000 in Pakistan. Damals habe ich eigentlich schon gewusst, wie besonders und wie speziell die Expedition für mich war, auch für ihn. Er hat allem gesagt, es ist vielleicht schon ein Privileg, wenn man da als Bruder solche Sachen erleben darf oder erleben kann, vergisst man nicht so schnell. Was ich damals natürlich nicht gewusst habe, ist, dass er 5 Jahre später mit Fuzzi und mit Jess nach Kanada fährt und auf da nicht mehr zurückkommt. Wenn ich jetzt am Schluss noch eine Botschaft mitgeben darf, eigentlich ist es nicht meine Botschaft, eigentlich ist die Botschaft von Hansok. Lebe deine Träume, deine Leidenschaft, jetzt das mit Freude. Bleibt euch selber immer treu und seid ehrlich. Genauso nämlich hat der Hansok gelebt und genauso werden wir in Erinnerung behalten. Danke.